Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Im Fahrradklimatest 2014 des ADFC schnitt Berlin mit der Durchschnittsnote 4,07 miserabel ab. Die Befragten kritisierten vor allem den geringen Stellenwert der Radverkehrspolitik in Berlin. Was für ein Zeugnis für den Berliner Senat. Der Senat reagierte schmallippig, aber eine Konsequenz aus den miesen Werten, die gibt es bis heute nicht. Ich hätte erwartet, dass der Senat jetzt aktiv wird, damit aus der 4 zumindest mal eine 3 wird. Berlin hat nämlich die besten Voraussetzungen, einen extrem niedrigen Pkw-Besitz, keine echten Berge und ziemlich viel Platz. Andere europäische Metropolen, die kennen wir alle, Amsterdam, auch Paris neuerdings, Kopenhagen, mit deutlich schwierigeren Voraussetzungen zeigen, was alles geht. Berlin hingegen plant noch immer die Radverkehrsinfrastruktur von vor 20 Jahren. Neue Radverkehrsstreifen bieten keinen ausreichenden Platz, damit schnellere Radfahrer überholen können. Radschnellwege sind hier immer noch unbekannt. Ein Fahrradstraßennetz, Fehlanzeige. Und das wenige Geld für den Fahrradverkehr wird gerade einmal zur Hälfte ausgegeben. Das muss sich ändern. Unser Antrag, das Leihfahrradsystem in Berlin endlich zum Erfolgsmodell machen, das ist auch das Ziel des Antrages, der heute zur Abstimmung steht. Das ist eigentlich ein schönes, ein überschaubares Projekt, das selbst der Berliner Senat schaffen könnte. Es ist kein BER, es ist keine Dresdner Bahn, es ist keine S-Bahn-Linie S21 und es ist auch kein zentraler Omnibusbahnhof. Aber selbst hier müssen wir zum jetzigen Zeitpunkt konstatieren, der blockierte und der verschnarchte Berliner Senat hat auch beim Leihfahrradsystem erst einmal geschlampt. Das geht so nicht, denn wir, und ich denke nicht nur wir als Bündnisgrüne, wollen hier ein attraktives Leihfahrradsystem wie in allen oder in vielen anderen europäischen Metropolen. Warum ist das so spitz formuliert? Nun, der aktuelle Vertrag ist Ende des letzten Jahres ausgelaufen. Das hatte der Senat nicht mitbekommen. Man kennt das ja, das viele Papier, diese vielen, vielen Verträge. Das Vertragsende am 31.12. mit Call a Bike kam also völlig überraschend, ungefähr so wie Silvester am gleichen Tag. Die Ausschreibung hat der Senat so um mindestens ein halbes Jahr verpennt. Nach Ja-Grünen wegrufen hier aus dem Parlament ist die Ausschreibung inzwischen gestartet. Und diese Ausschreibung bietet einige Chancen. Und deswegen reden wir heute auch hier dazu. Chancen, Fehler der Vergangenheit zu heilen. Die Räder können nämlich seit 2011 nur an einer der wenigen festen Stationen ausgeliehen werden. Und sie müssen wieder zu einer solchen Station zurückgebracht werden. Damit das System aber interessant ist für die Berlinerinnen und Berliner, müsste die Zahl der Räder und die Dichte der Stationen mindestens verdoppelt werden. Die Folge der Unflexibilität kann jede und jeder hier im Straßenbild sehen. Fragen Sie sich einfach selbst, wie oft oder besser wie selten sieht man hier jemanden mit einem Call-a-Bike durch die Stadt fahren. Mal in handfesten Zahlen gesprochen. In Berlin wird ein Leihfahrrad aktuell nicht mal einmal pro Tag ausgeliehen. In Hamburg werden 10-mal so viele Fahrten pro Tag pro Jahr mit Leihfahrrädern erledigt. In Paris sind es mehr als 100, ist es mehr als die 100-fache Zahl. Dort werden 22 Millionen Fahrten pro Jahr absolviert. Das zeigt, was das Potenzial ist, was in einem solchen Leihfahrradsystem steckt. Und deswegen müssen wir das Leihfahrradsystem korrigieren. Ein weiterer Hauptgrund, warum Call a Bike hier gefloppt ist oder so wenig genutzt wird, ist ganz simpel, es ist zu teuer. Man zahlt ab der ersten Minute und schnell ist der Preis so hoch oder sogar höher, als wenn man eine Fahrt mit der S- oder U-Bahn bezahlen muss. Andere Städte zeigen auch dort, wie es geht. Wenn die ersten 30 Minuten kostenlos sind, dann wird das Angebot richtig attraktiv. Das ist also ein Baustein für ein Erfolgsmodell und das sollte eben auch das Vorbild für Berlin sein. Auch die Grundgebühr im Pauschaltarif ist zu hoch und schreckt die möglichen Nutzer ab. Und man sieht, wenn man den Wegfall dieser Kosten im Pauschaltarif machen würde und die Kombination von ÖPNV und Leihfahrradsystem stärken würde, dann kommt da ein sinnvolles Modell heraus. Und das übrigens unterstützen auch Bahn und Verkehrsministerium und gemeint ist das Bundesverkehrsministerium. Das heißt, die ersten 30 Minuten müssen kostenlos sein und dass das geht, das hat Hamburg gezeigt. Dort wird das gemacht. Dort sind die ersten 30 Minuten kostenlos und die Subventionen bewegen sich auf der Höhe des Berliner Niveaus. Wir wollen mehr Möglichkeiten schaffen, Leihfahrräder auszuleihen. Und deswegen halten wir an einer Kombination von flexibler Ausleihe und festen Stationen fest. Das ist für uns die sinnvollste Lösung. Man kann auch darüber diskutieren, ob man ein deutlich engmaschigeres Stationsnetz macht. Aber auf jeden Fall, in diese Richtung muss es sich entwickeln.
Das flexible Abstellen von Fahrrädern hätte natürlich einen Vorteil, weil man kann es dann leichter finden und leichter abstellen. Das ist ein besseres Angebot. Natürlich sind feste Stationen weiterhin sinnvoll an Haltestellen von Bus und Bahn. Hier könnte man sogar Mobilitätspunkte errichten. Das hat Bremen vorgemacht und gezeigt, wie man das macht, wie man das ergänzt mit Carsharing und Ladestationen. Das würde den Bedürfnissen der Berliner Bevölkerung entsprechen, die eben die verschiedenen Angebote gerne kombinieren wollen. Letzter Satz. Das Leihfahrersystem hat gezeigt, der Senat versagt auch bei recht überschaubaren Infrastrukturprojekten. Und dabei ist das beileibe kein Hexenwerk. Das heißt, der Senat ist aufgefordert, Herr Geisel ist aufgefordert, hier diese Ausschreibung sauber und gewissenhaft mit Blick auf die Interessen der Berlinerinnen und Berliner zu Ende zu bringen, damit wir endlich ein attraktives Leihfahrradsystem bekommen. Vielen Dank.